Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das nächste Level, das Felsenfest, ein Fest für alle Felsen wird. Als Felsen bezeichnet man ja auch seine Buddies, ne? Die man in sein Herz geschlossen hat. Ihr seid meine Felsenleute. Gut, die fünfte Welt ist K3. Und hier gehen wir also zum ersten Mal in ein Bergsteigelevel. Also wir sind noch nicht auf dem schneebewanderten Gipfel, sondern hier irgendwo in den Schweizer Alpen unterwegs, hätte ich gesagt. Das ist insofern noch viel witziger, weil in der Game Boy Advance Version hier auch wirklich gejodelt wird. Ah! Warum läuft denn da so weit hoch? Wir erkennen bereits... Ich muss hier... Das ist wieder so ein Hochwerflevel, ne? Direkt von vorne. Da muss ich halt Lehrgeld bezahlen. In unserem toughest Modus. Im letzten Part? Was, der letzte? Hatten wir tatsächlich mal einen Donkey Kong fast gesehen. Das ist ja selten, ne? Ein seltenes Gut. Grafisch sieht es ganz nett aus, hätte ich gesagt. Ne? Da will man nicht meckern. Ja, wer hat die ganzen Seile hier gespannt? Dann werden wir mal gemütlich einen abseilen, ist wohl der Plan. Na, warum darf ich nicht dahin? Das nehme ich jetzt auch mal wieder so. Oh, ja, weil da ein Bonuslevel ist natürlich. Aber wie tue ich das denn unfallfrei erreichen? Müssen wir dann ziemlich schnell sein, wa? Es ist ja jetzt natürlich auch kein Zuckerschlecken mehr. Wie viele Welten gibt's denn? 7? Mit der verlorenen Welt sind es 8, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist Welt 5. Also wir sind schon weit gekommen. Wenn wir jetzt die Turbo-Schiene, wir trotzdem jetzt nochmal einen Lebensverlust hinnehmen. Mach jetzt. Weil, wie gesagt, wir brauchen hier beide Kongs zum Werfen. Da gibt's ein ganz bescheuertes Versteck. Ja, das Turbo-Ski, der Turbo-Ski. Mit dem können wir die Wasserfälle hinauf. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Für uns. Ich möchte aber trotzdem mal vollständigkeitshalber versuchen, an das Bonus-Level dran zu kommen, an das Bonus-Fass. Ohne Schaden zu nehmen. Wenn ich dich ganz weit weglocke. Gibt's hier vielleicht? Nee, auch nicht. Kannst du dich so dranhängen? Auch nicht. Finde ich doch ein bisschen verwunderlich. So geht's. Nur, dass wir uns vollständigkeitshalber nochmal geklärt haben, wie das Level funktioniert, ne? Also ich will ja immer die Entwicklerintention auch berücksichtigen und erleben und verstehen und sehen. Ein anständiger Let's Player, der vernünftig auf seine Klicks und das Ansehen seiner Abonnenten achtet, der hätte hier geschnitten und es am besten gleich gezeigt, wie es richtig gemacht werden soll. Jawohl! Mach ich ja immer, aber diesmal dachte ich mir, komm schon, ich bin zu faul zum Schneiden. Nee, ich schaffe ja relativ viel im First Try auf Anhieb, ne? Ich brauche mich gar nicht verstecken. Aber Markus, ich dachte, du bist Speedrunner. Nee. Keiner gesagt. Wisst ihr, was die Welt nicht braucht? Donkey Kong Country Let's Plays, in denen nicht alle Bonuslevel gefunden werden. Zieht's mir die Schuhe aus. Das ist doch der Grund dahinter. Gut, wenn man das irgendwie wirklich racen will. Och was, ey! Oh! Wenn man das Spiel racen will, dann sehe ich ein, okay, da muss man nicht die Bonuslevel mitnehmen. Aber so einfach mal gemütlich durchspielen, kann man auch ohne, ne? Manche enjoyen das mehr, aber ich finde, da kommt der gute Schwierigkeitsgrad zum Vorschein, den man so benötigt und braucht für das Spiel. Ja, fünfte Welt ist nicht ohne, aber der Schwierigkeitsgrad kommt halt eben gerade daher, dass es keine Donkey Kong Fässer gibt und ich eben darauf angewiesen bin, beide Kongs bei mir zu behalten. Das hatten wir bisher wirklich nur bei Fisch-Philippits ein bisschen, hat uns ein bisschen rangenommen. Anscheinend auch hier jetzt wieder ein kleines bisschen, aber ich würde es gerne möglichst unterbinden wollen. Das habe ich jetzt aber nicht gerochen, ne? Dass ich da nach links springe
Obwohl ich gar nicht in dem seiner Nähe bin. Weißt du, ich springe von ihm weg. Und trotzdem hat es als Treffer gezählt. Ja, weil sich die Hitbox verändert in der Situation. Deswegen. Ja, muss man auch schnell sein. Ja, das muss auch richtig hochgeworfen werden. Das ist einer der schwierigsten Coins. Das sieht auch gar nicht verdient aus. Also er fängt gerade erst an, sich zu drehen. Und trotzdem ist es schon ein Treffer. Na denn. Ist ja knapp bemessen. Hätten die nur mal einen Meter mehr machen können, wäre es nicht so schlimm gewesen. Ich guck nur. Ich weiß, dass hier relativ wenig sein sollte, aber... Genießt die Aussicht. Ich meine, hier noch hier Blumen und ein bisschen Grün wachsen auf dem Berg. Ist herrlich. Wie auf dem Grand Canyon in der Schweiz. So herrlich. Guckt euch das an. Das ist N. Ihr denkt euch nichts Böses, ne? Aber wir müssen hier hoch. Da fehlen so ein bisschen die Hinweise. Wenn ihr mich fragt. Nominiert für eines der schwierigsten Verstecke in Donkey Kong Country 3. Weil es relativ ansatzlos ist, wo es... Aha. Wo es sich verkrümelt. Und jetzt komme ich da wieder schwer hin, ne? Ja, ganz genau. Jetzt muss ich da wieder an dem vorbei. Ah, sogar zwei untereinander. Kriegen mich langsam, ne? Die, langsam wollen sie es wissen. Langsam wollen sie es wissen. Aber weißt du was? Ich bin bereit. Ich nehme den Kampf auf. So billig. War eigentlich gar nicht viel dahinter. Bin einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Haben schon was, die Level hier, ne? Ein bisschen haben sie. Aber nicht sehr viel. Ich finde die auch ein bisschen anstrengend. Ich verbinde halt Böses mit diesen Gebirgsleveln. Wisst ihr noch, Let's Play Donkey Kong Country The Trilogy? Das gab's Ende letzten Jahres. Fangame. Mit allen möglichen Leveln. Und allen Settings aus DKC 1 bis 3. Da gab es ja auch Gewitter und sowas. Das hat unerwartet gut gepasst. Der Name ist halt, wie gesagt, ein bisschen irreführend, aber wer möchte, findet ihr schon in meiner Let's Play-Übersicht. Let's Play Donkey Kong Country The Trilogy. Das hört sich halt an, als wären es die drei Teile hintereinander. Aber in Wirklichkeit ist es ein eigenes Game. Gut, das erste Level hat uns schon ein bisschen genatzt. Hat es. Ja, die ist ja nur noch am Pennen. Gucken, ob die noch lebt. Gucken, ob die noch lebt. Die Vögel haben sie zerpickt. Okay, das zweite Level heute ist Jodelrodel. Das war ein Schlittenlevel, ne? Ja, richtig. So, das dreht sich automatisch und rechts geht's weiter. Also schießen wir uns... Lass mich mal drauf. So albern, ne? Hä, hey, du hast alles richtig gemacht. Vergesst, was ihr gesehen habt. Also, wir sollen da nach rechts, also schieße ich mich natürlich. Das ist auch nicht richtig. Ja! Verdammt, das ist immer so schwierig. Ah, hier ist ein Bonusfass. Ein weiteres der fünf Bonusfässer. Und hier macht es halt total Sinn, weil du brauchst halt ohne... Du sollst auf die... Ich glaube, man kann auch gar nicht auf die drauf springen. Man müsste viel höher kommen. Also, das soll so mit dem Wurf gemacht werden. Aha.
Ein Bonusfass, liebe Leute. Oh gosh. Gut, damit haben wir aber schon mal eine der Bonusmünzen. Auf schneeglattem Terrain. Okay, jetzt fängt es wieder an, ne? Alter, Blizzard. Die Coin-Münze dürfte während der Schlittenfahrt halt nicht kommen. Oh, gosh. Voll schnell. Hä? Ich dachte, ich kann auch unten lang düsen. Geht doch auch. Hä? Nee. 105%. So überzeugt bin ich auch von meinem Sieg hier. Ist nur eine Frage der Zeit. Mir ist es viel lieber, wenn der kleinere Kong vorne sitzt und der größere hinten. Das ist auch bei Donkey Kong Country 1. Mag ich lieber, wenn Donkey Kong hinten sitzt und Diddy vorne. Sieht einfach ästhetischer aus und ist besser fürs Gleichgewicht der Lore, oder etwa nicht. Das stört mich immer. So sieht's gut aus. Als wir das, glaube ich, vorhin hatten oder auch auf jeden Fall im Kanalisationslevel damit, saß Kitty vorne und das sieht einfach nicht gut aus. Dann sieht Dixie ja gar nichts. So sehen beide was, ne? Immer die Großen nach hinten. Das ist wie auf den Schulfotos. Die Kleinen nach vorne. Los! Bei mir wusste niemand so recht. Also ich war nicht klein, aber ich war halt so jung, also... War für mein Alter ganz groß, aber ich gehörte dann zu den Mittelgroßen oder Kleinen. Hier ist schon das G, hier muss ich springen und hier nicht. Seht ihr? Sieht man das, dass das Haus weiter vorne steht und weiter hinten? Dass die einen Häuser dir wehtun und die anderen wieder nicht? Total Banane. Ja, man sieht's. Oh mein Gott. Das hat dieser Bonuslevel sehr gut bewiesen. Ist mir das jemals aufgefallen? Du kannst ja auf beiden aufs Dach drauf, aber... Ja, ja. Oh no! Aber das respawnt, ne? Guckt euch die Extra-Leben an. Gut. Oh. Yeah! Ging noch ein bisschen zügig, ja? Einer geht noch rein. Oh, es ist wieder ein Wasserfall-Level, deswegen ist hier ein Wasserfall, nehme ich an, ne? Natürlich. Gut, und hier wird es auch richtig ausgekostet, dass manche, ja, das ist einfach, weil die Thematik dieses Levels besteht darin, dass die Fässer darunter düsen. Jetzt sind wir mal ernsthaft, ne? Wollen wir wieder über Physik reden? Oder lieber nicht? Müsste das Fass nicht mindestens genauso schnell wie das Wasser runterfallen? Warum sollte es abstoppen? Das macht gar keinen Sinn. Hey, Bro. Absolut geklaut von König der Löwen. Hey, wo ist das Fass hin? Gurks. Darf ich nicht aus den Augen verlieren. König der Löwen für SNES und Mega Drive. Habe ich Let's Played? Uralt? Will ich das neue Let's Playen? Eigentlich nicht. Ne? Ich schieb immer mal so ein Projekt ein. Aber ist auch nicht so beliebt, ne? Ich hab Maui Mallard wieder Let's Played. Wann war das? Vor ein, zwei Jahren. So ein schönes Projekt und ich habe mich so gut angestellt. Und es hat keinen interessiert. Maui Mallard steht. Auf jeden Fall gameplay-technisch weit über König der Löwen. Auch das Aladdin-Spiel steht über König der Löwen. Naja, irgendwann bringe ich es wieder, aber das eilt wirklich nicht. Das sind halt Kindheitsspiele von mir, die ich sehr mag. Was soll ich machen? Ich habe auch Kindheitsspiele, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Zum Beispiel Pinocchio. Ich hatte für Super Nintendo Pinocchio
glaube ich, auch 1996 erschienen, so wie Donkey Kong Country 3. Es war sehr aufwendig von den Animationen und so. Also es war, ich sag mal, grafisch sehr interessant. Aber so Gameplay-technisch, muss schon sagen, nichts dahinter. Schwach. Also am Ende des Tages hat das Pinocchio-Spiel tatsächlich gar nicht so viel Spaß gemacht. Ich sehe jetzt die ganzen Pinocchio-Fans wieder in den Kommentaren. Klar, immer wenn ich was kritisiere. Nee, aber es ist halt, es war halt wirklich leider. Also dieser Niedergang von, ich sag mal, Aladdin auf König der Löwen zu Pinocchio. Gut, da gibt's noch das Dschungelbuch-Spiel. Ihr wisst, es gab ja für die Switch und so weiter dieses 2-in-1 mit Aladdin und König der Löwen. Und das habe ich mal im Let's Test gezeigt, ne? Wo auch verschiedene Versionen, Gameboy-Versionen und so weiter drauf waren. Ich glaube, irgendwas fehlte. Irgendeine Aladdin-Version fehlte. Und die wurde dann nachgereicht mit Dschungelbuch. Aber warum packen die Pinocchio nicht dazu? Das habe ich nicht mal im Let's Test gebracht, das Pinocchio-Spiel. Und das, obwohl ich es echt mochte als Kind. Ursprünglich mal. Perry, der Parallelvogel! Ich glaube, in erster Linie zeige ich das nicht, weil ich noch nie so richtig verstanden habe, was man im ersten Level machen soll. Von Pinocchio. Irgendwann irgendwie kam ich ans Ziel. Das ist gar nicht gut, dass ich den hier nach unten mitnehme, ey. Das sind auch so Spiele, die sind in 40 Minuten fertig, ne? Die Leute bei Disney, die arbeiten wirklich monatelang daran, dass diese Animationen gut auf Konsolen aussehen und so weiter. Aber das Spiel an sich fällt denen nichts ein. Perry geht doch bestimmt gleich baden, oder? Kommt dann irgendein Gegner oben rein? Das wollen wir nicht. Ich glaube, Perry ist sogar nötig? Für eine Donkey Kong Münze? Nee, das war in einem Gebirgslevel. Oder das Blechfass bekommst du durch Perry. Irgendwie sowas. So, wir sind wieder auf Spur, Leute. In der Spur. Jetzt haben wir noch gar nicht so viel gesehen von einem Gletscherlevel. Da kommt noch was. Aber erstmal ein Gebirgslevel. Achterbahnfahrt. Also Schlittschuhfahrt, Schlittschuhfahrt. Nee. Nee, bringt nur zwei Leben. Schlittenfahrt und obwohl, das ist kein Schlitten, das ist eher ein Bob, ne? Wie sie das Level genannt haben, ein Bob. Ah, hä? Haben wir alles? Nee. Eben nicht. Ma? Eben nicht. Ein Bonuslevel fehlt noch. Ich schwitze mir gerade nur einen Affen, ne? Ich bin dann selbst. Bin dann selbst dämlich, beim Aufnehmen immer die Fenster zuzumachen. Gut, ich glaube, wenn das Video online kommt, ist wieder deutlich kühler, aber jetzt haben wir noch die 30 Grad plus gerade. Was? Ist nicht schon ewig her? Gut, ich sag's euch, ich nehme auf am 12. August. Seid ihr glücklich? 12. August 22. Also das Ding hier im Arbeitszimmer sagt 29 Grad. Das ist unangenehm. Da wird man am liebsten duschen gehen. Aber ich war heute schon. Ich will beide Kongs haben, wenn ich hier auch noch so dumm rumsuche. Ich glaube, ich kann jetzt Start, Select und wieder raus. Das ist besser. Ich fange mal mit Kitty an. Aber lieber mit Dixie suchen. Denn das Donkey Kong Fass wäre jetzt auch so versteckt. Hier rechts. Er kriegt das schon hin. Ich habe ja gesagt, die Gießerei ist nicht so beliebt. Ne, ich finde die Wasserfall-Level, die sind halt echt schön und so. Ne, tolle Atmosphäre, ja, ja. Aber Level... Nicht meine Favorites, ehrlich. Heute nur wieder meckern, Markus.
Aber ich freue mich auf das eine Winterlevel, das noch kommt im Schnee mit dem Pinguin. Das wird doch eine Gaudi. Nochmal hoch. Ist hier irgendwie was gewesen? Nee, ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt muss ich suchen. Wo sind die denn da? Scheinbar soll ich da hin und diese Basssäulen verhindern, dass man einfach hinschwebt mit Dixie, so wie es gerade anscheinend vorhat. Weil ich das Bonuslevel gefunden habe, kann ich ja Start Select machen, um die Sache passt. Wir müssen es gerade nur entdecken. Dann kann ich mir mal so rein vom... Kann ich mir schon mal ein bisschen überlegen, dass Perry... Soll ich mal hier runter? Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Ich lasse Perry drin. Perry wird eh... Perry lenkt mich nur ab. Hier ist schon wieder was. Das sind einfach nur Rettungsplattformen? Wirklich? Wusste ich gar nicht, dass hier so viele Dinger sind, die einem vor dem Abgrund bewahren sollen. Hier vielleicht? Wieder ein Rettungsding gefunden, aber wo ist denn der Bonuslevel, Digga? Ah, das ist Quatsch. Vielleicht auch der Zeitpunkt für einen Schnitt gekommen. Haben sie mich dran gekriegt. Hier ist das Ziel. Nicht so ohne weiteres runterspringen. Hier ist der Coin, ne? Jetzt sind wir ganz unten. Das finden wir. Ah, ich hab's. Oder? Ist es das, was mir fehlt? Ich denke. Guck mal, Perry kann mir jetzt helfen. Ha! Scheiße. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ist es das, was mir... Was fehlte? Das werde ich doch... Ich muss es machen. Gott, ich bin lost! Das ist, wenn man nicht aufpasst, ne? Wenn man so... halb bei der Sache ist. Schlimmste ist, dass ich mich gerade gar nicht entsinnen kann, ob ich das gemacht habe. Ich tippe auf Nein. Aber ich kann halt mir schwer vorstellen, wie ich diesen Bonuslevel übersehen haben soll. Du bist ja quasi dort. Du bist ja quasi an dem... Du musst ja da dran vorbei, so. Knapp bemessen. Doch, das war die fehlende. Mit mir los. Gut, dann konnte ich mich deswegen nicht dran erinnern, ob ich ein Level gemacht habe. Okay. Haben wir jetzt alles? Ab und zu gibt's mal nicht den First Try von mir. Zwei Level gibt es noch und Alligatorattentat. Und Geheimnisse, da oben ist nämlich noch eine Hütte und den Boss.
beim nächsten Mal. Und da freue ich mich drauf. Ja, wirklich. Und das heute war so lala. Aber nächstes Mal wird deutlich geiler. Wir sehen uns also dann wieder. Daumen her, dann gibt's mehr. Bis dann und ciao.